Die Erfindung vom kinderfreien Hotel stammt übrigens von einem Lehrer. Also falls ich überhaupt eine Antwort bekomme, dann so eine wie von meinem Musterschüler Mustafa. Erst Alter, du fragst mich, du bist Lehrer. Und bei manchen Kollegen heißt der Elternsprechtag einfach nur Speed-Dating. Vorausgesetzt am Elternsprechtag ist Kopierkammer. Für euch jetzt exklusiv die 6 Fragen, die auf jeden Elternsprechtag verlässlich gestellt werden. Mehrmals. Erstens. Und wie können wir uns verbessern? Wir? Also wie sie sich verbessern können, weiß ich nicht. Trennen Sie Müll. Helfen Sie Sandlerl. Retten Sie Wale. Machen Sie was Gescheites aus Ihrem Leben. Beim David jetzt auf alle Fälle reichen, wenn er sich endlich mal auf seinen faulen Arsch setzt und was lernt. Zweitens. Und? Was kommt zur Schule bei? Sie werden lachen, total unerwartet. Da ist Schulbeinstoff. Aber für die Frage habe ich schon Antwort zu mir letztes Jahr direkt vor der Pensionierung. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie mich jetzt zu einer illegalen Handlung auffordern wollen? Und Sie glauben wirklich, dass es ohne Geldgeschenke geht? So. Ihr könnt aber irgendwas trinken, oder? Ja, also ich müsste nicht still da sitzen. Liebe Zuschauer von OKTO.TV, wir sind heute erstens einmal prosit Neujahr, weil wir sind ja im neuen Jahr 2023 angelangt. Und wir sind heute wieder bei uns im Jocherl. Und heute zur Saisonopener, jetzt schon kleine Tradition bei uns geworden, Andreas Ferner. Grüß Gott, alles Gute im neuen Jahr. Lieber Andreas, warum kommt man als Lehrer drauf, ein Kabarett zu machen? Ist in der Schule so wenig los? Ja, böse Zungen behaupten, ich mache den ganzen Tag das Gleiche. Ob als Lehrer Kabarettist. Nein, du bist als Lehrer ja auch ein Kabarettist. Also von dem her, am Abend verdiene ich halt ein bisschen Geld damit. Das heißt, untertags kriegt kein Geld. Oh ja, aber am Tag habe ich so strenges Publikum. Die Schüler brauche ich am Abend ein paar dankbarere Leute. Ihr wart super heute, danke. Ja, dann kann ich mich noch anschließen. Schon lange kein gutes Publikum gehabt. Nein, Spaß beiseite. Andreas, wie viele Programme ist das jetzt mittlerweile? Tausendste. Nein, also über Schule mein 4.